Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Schwert und Schild. Ich bin Mahadevi und nein, ich wollte eigentlich nicht aus dem Pokémon Center raus. So, hab mir überlegt, meine Pokémon auf Level 40 zu trainieren. Hab's mir jetzt aber anders überlegt, weil ich mir denke, nee, das kann's nicht sein. Wahrscheinlich ist es so wie in Engine City, dass ich. Ach, übrigens, es gibt eine Pokélotterie. Ich hab's früher auch schon mal. Dass ich erstmal überall anders hin muss und dann am Ende, zu dem Drachentypen. Da wurde er als der Stärkste hervorgelobt. Es würde ja keinen Sinn machen, ihn schon als Viertes zu nehmen. So, Pokolotterie. Meine Pokémon haben auch leider gerade alle sehr unterschiedliche Level. Aber sie haben alle mindestens Level 30. Ich habe was gewonnen. Übrigens haben sich Pokémon von mir entwickelt. Aus Irbis wurde Pumpkin. Aus Pambam wurde Pandrago. Ja, Pumpkin habe ich getauscht mit meiner Freundin. Mit Yuchan. Und ich habe auch herausgefunden, wie ich direkt mit ihr tauschen kann. Man kann sich mit einem Code verabreden. Das haben wir gemacht. Ja, Mami sieht immer noch aus wie Mami. Lichte ist jetzt auf Level 31. Und ich habe am Ortsrand von Engine City Bämon gefunden. Den möchte ich in meinem Team haben. Der ist vom Typ Unlicht und Fee. Und ich finde, das ist eine gute Kombi. Fee brauche ich spätestens, wenn ich den Drachentypen ankämpfe. Da mache ich Bämon richtig groß. Ja. Na ruhig, Pumpkin. Und ich habe das Galakorazon bekommen. Und zwar in einem Dynamax-Kampf. Das war cool. Und Corazon ist in der Galar-Region vom Typ Geist. In Japan gibt's die. Nächstes Jahr fliege ich nach Japan. Für 2,5 Wochen. Und Shinkansen fahren steht bei mir ganz fest mit auf dem Plan. Und natürlich werde ich mir am Bahnhof eine dieser super teuren Lunchboxen kaufen. Einfach weil es geht. Boah, die labern hier, die schenken mir gar nichts. Ja, aber ich glaube, hier ist sowas wie die Kampfarena oder so. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, Kampfpunkte einzutauschen. Ein Heißbrocken. Und ich schätze mal, Präsident Rose wird mir dieses Stadion jetzt vorführen. Naja, wenigstens habe ich einen Heißbrocken bekommen. Hier ist der Bahnhof, aber man kann leider nicht mit den Zügen fahren. Und Team Jay passt auf, dass man noch nicht die Stadt verlässt. Stehen sie. Übrigens, auch hier gibt es einen Pokémon-Shop. Hier. Da hinten gibt es Getränkeautomaten und so. Oh, ich habe keinen Bock auf den Bahnhof. Ja, mir geht es mittlerweile ein bisschen besser. Ich habe mich ausgeruht. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht zu so viel süße Sachen nehme. Ich habe auf der Reha gelernt, dass Histamine Schmerzen fördern. Und was sind natürlich Histamine? Ja, na klar, Zucker. Es ist immer Zucker. Immer fucking Zucker. Sobald es einem schlecht geht, muss man immer auf Zucker verzichten. Das ist zum Kotzen. Und gemein.
hatte überlegt, ob ich mir heute Abend noch mal ein bisschen Schokopudding koche. Da sich die Schmerzen gerade in Grenzen halten, werde ich darauf verzichten. Na klar. Okay, wir müssen also einen kleinen Jungen finden, der Paulina kennt. Was hat sie gerade gesagt? Ach, in eine andere Stadt, in Fairbelly. Wo ist das? Ist das ein Stadtteil? Hasbeck? Irgendwas anderes? Kirchester? Fairbelly, da oben! Also wie es aussieht, muss ich da ja sowieso bald hin. Krieg ich hin. Schlaubrille. Okay, hier komme ich nirgends rein. Dann gehe ich wieder runter. Aber ich schätze, dieser Zaun wird sich irgendwann noch öffnen. Oh Mann, ey, diese Stadt ist so kitschig, ja? Zieht euch das rein, alles so lila und dunkel und blau. Oh. Leuchtet hier was? Ja. So, dann gehe ich mal hier lang zum Präsidenten. Aha, wer wurde denn damals Erster? Und das muss ich wissen, weil... Wenn ich will hier nur spielen, nicht leben. Muss ich wohl hier unten bleiben, wenn der Lift außer Betrieb ist? Hi. Nein. Gib nicht nochmal mein Geld für super teure Uniform aus, die ich nicht tragen kann. Aber hey, du hast doch bestimmt wieder einen Pokéball für mich. Schön. Weil der ist so nett, der schenkt mir immer Bälle. Na, sag ich doch. Der kommt als letztes. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, durch die Naturzone zu laufen. Ich habe ja auch trainiert. Und an Raid-Kämpfen teilgenommen. Getauscht. Meine Freundin nimmt die ganze Zeit an Zaubertausch teil. Mein Ding ist es nicht so. Meistens kriegt man Luschen für Luschen. Manchmal auch was Gutes. Aber es ist wichtig zu lernen, wie man verliert. Damit umzugehen. Also ich werde natürlich nicht einen einzigen Kampf hier verlieren, aber Hopp wird das bestimmt gut tun.
Wow, hups. Meine Maus rutscht weg, das ist nicht gut. Nicht, dass aus Versehen das Video aufhört. Na, warte. Okay. Alles wieder da, wo es hingehört. Ich gehe jetzt auch zur Route 6, wa? Guckt man da oben auch hoch? Vorhin habe ich nicht genau geguckt, da wollte ich einfach nur fertig werden. Jetzt bin ich gegen eine Laterne gerannt. Nein, wo komme ich hier hin? Ein Pokémon Center? Bin ich auf Route 6? Ja, das solltest du tun. Warte, um das Ganze mal hier ein bisschen Tempo zu geben. Fahr ich mal schnell Fahrrad. Wo ist denn Deleon sonst hin? Bin ich auf Route. Bin ich dahin? Warte mal. Heute kneift es echt fies. Also, wenn das da der Ausgang war, dann ist Deleon auch zum Ausgang. Dann sah das nur so aus. Okay. Was ist denn hier alles so? Hey, du hast so gegen Deleon gekämpft. Aha. Ja. Tja, armer Roy, keiner kommt wegen dir. Erstmal gucke ich mir Roys Ligakarte an. Okay. Hallo? Oh, habe ich eine Erlaubnis? Offensichtlich habe ich eine Erlaubnis. Ah, oh, immer diese Treppen. Wobei, gerade nach dem Essen ist das ja eigentlich gut. Ich war vor 2 Jahren in Dresden mit meiner Mama. Nee, letztes Jahr war ich in Dresden mit meiner Mama. Und nachdem wir uns im Restaurant mittags so richtig vollgefressen haben, und ich meine so wirklich vollgefressen, sind wir auf die Spitze der Frauenkirche geklettert. Ich war fix und fertig, aber ich hatte verdaut. Sehr mittelalterlich. Sagen, dass es dann die finstere Nacht war. Oh, ein Schwert und ein Schild. Aha. Vor allem, warum wird es immer nur als Schwert und Schild dargestellt, wenn es doch Pokémon sind? Oder können die Pokémon sich verwandeln? Weil ich die andere Antwort auch gern gegeben hätte. Das heißt, Hopp und ich können zusammen Helden werden. Wie? Vier Wandteppiche, das ist die Schatzkammer.
Dachte, hier gibt's wenigstens noch eine Krone oder so. Mann. Und dafür die ganzen Treppen hoch? Ich kann nicht mal sagen, ob man von hier aus eine schöne Aussicht auf die Stadt hat. Nee, nicht wirklich. Ist ja noch schlimmer. Das mache ich. Das ist der Plan, Mann. Hallo? Macht total Sinn. Der wird dich trotzdem platt machen. Aber so finde ich das ganz nett, dass so kleine Arenen an der Seite aufgebaut sind. Wo die Leute sich, wo die Leute kämpfen können. Also was das Ambiente angeht, hat das echt was. Ja! Ja. Ich habe keinen Toxel. Scheiße. Also ich habe eins, aber das hat sich weiterentwickelt und das gehört zu meinem Team. Nee. Oh mein Gott. Diese Form von Quatsch. Also wenn ich hier eins finde, gebe ich es dir. Aber eine Beziehung, die von vornherein eine Fernbeziehung ist, kann klappen. Wird aber wahrscheinlich nicht klappen. Ah ja. Attacken, die nur Starter-Pokémon lernen können. Wasser sollen ist noch nicht mal eine neue Attacke. Ich wette, Hoplo bekommt Feuerwellen und Chimchimeri bekommt Pflanzensäulen. Wirklich sehr einfallsreich, Nintendo. Na dann, gehen wir mal auf Route 6. Zur nächsten Arena. Leuchtet da was? Nein. Diese Brücke mag ich nicht. Huch! Was ist das für ein Pokémon? Die sieht ganz schön fertig aus. Ausgerechnet Team Gel will leise sein. Schreit er heraus. Warte doch nicht, bis das Vieh aufwacht. Ich bin durchaus in der Lage, leise an einem Vieh vorbeizuschleichen. Das gut geht. Ich kann jetzt Spukball.
Das habe ich auf Level 36 gelernt, deswegen habe ich bis Level 36 gewartet, bis ich es weiterentwickle. Irbis entwickelt sich nämlich durch Tausch weiter. Das heißt, es ist gut, wenn man einen Freund hat, mit dem man sich verabredet, dass er dann das Pokémon hinterher auch wieder rausrückt. Ja, ich wechsle. Hier. Ich habe noch gar nicht für mich gekämpft. Da braucht man ein paar Trainingseinheiten. Los, Bämon, zeig, was du drauf hast. Also hat er nicht viel drauf, oder? Nee, es hatte wirklich nicht viel drauf. Nichtel hatte was drauf. Die Attacke nicht richtig lesen. Okay. Das steht da also. Ja, dann halt Feuerrad, ne? Können wir jetzt langsam mal hier Feuerwirbel. Aber Geist-Pokémon eignen sich gut zum Trainieren. Denn ich habe zum Beispiel mit einem mit Irbis damals gegen ein ziemlich starkes Kampf-Pokémon gekämpft. Kosturso. Und weil Kampfattacken wirkungslos sind auf Geist-Pokémon, konnte Kosturso mir nicht wehtun. Der Kampf hat zwar eine Weile gedauert, aber schon praktisch, wenn man ein 10 Level Höhe stärkeres Pokémon besiegt, gibt es halt auch entsprechend Erfahrungspunkte. So, Geradax. Dein Angriff ist super, aber wenn du nicht angreifst, ist das schon ein bisschen scheiße. Ach, ich dachte, Hopp hilft mir. Oh. Ende mache ich jetzt doch wieder alleine. Oh nein, warte, das ist ein Unlicht-Pokémon, oder? Ich gehe lieber weg. Nochmal, Mami. Ich muss nochmal die Reihenfolge ändern. Irbis muss nicht mehr an erster Stelle stehen. Ich werde Lichtel und Bämon an erste Stelle stellen. Die brauchen Erfahrungspunkte, die müssen aufleveln. Gut, wenn es mal wieder länger dauert, ne? So haben wir es jetzt hier langsam mal. Wahrscheinlich ist Hopp immer noch traumatisiert von dem Kampf gegen Betsy, dass er sich nicht mehr so kämpfen traut. Naja. Also mein Mammy ist schon echt elegant. Telektus oder so, oder? Ach, ich habe ja noch zwei Tiefstell-Unlicht-Pokémon, das geht schon. Pandrago wird nämlich zum Unlicht-Pokémon. Wenn es sich von Pan zu Pandrago weiterentwickelt. Ach, was soll's, ich schläft dort noch.
Du sollst für dich kämpfen, Mann. Nicht damit andere Leute, nicht für andere Leute und nicht für deinen Bruder. Dirions Ruf, der hält das aus. Ach Mann, ey, ihr Japaner. Ihr müsst noch einiges lernen über Selbstwertgefühl. So, Schlangi ist aufgewacht. Toll. Und Schlangi verpisst sich. Seht ihr, nicht mal mehr Schlangi hat Bock mitzumachen. Ich werde jetzt ehrlich gesagt auch ganz schön müde. Ich denke, wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Pokémon Schwert und Schild. Huch, hallo. Das ist doch die Feenfrau. Na gut. Wir sehen uns wieder beim nächsten Teil von Pokémon Schwert und Schild auf Route 6. Ach nee. Gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir ein Abo. Läutet die Glocke, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall. Also bis dann. Tschüss.